Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Lockstakamp. Ich bin Applikationsspezialistin bei der Firma Knauer in der Abteilung Applications and Academy. Ich entwickle Methoden, gebe aber auch Schulungen und würde Ihnen heute gerne ein bisschen was über unsere Cannabis-Analytik und somit auch über unseren Cannabis-Profiler erzählen. Aber bevor wir mit dem Thema Cannabis starten, würde ich gerne mit Ihnen einmal über die Nomenklatur reden, die im Englischen, aber auch im Deutschen ein bisschen anders ist. Das heißt, when we talking Cannabis, wie müssen wir miteinander kommunizieren? Erstmal im Deutschen gibt es das Wort Cannabis, aber auch Hanf. Wird synonym verwendet. Hanf ist aber einfach der deutsche Begriff für Cannabis und Cannabis ist das Lateinische. So, das heißt, wir Deutschen verwenden einfach beides. Wir war im Raum. Wenn man aber dann weiter in die Tiefe geht, zum Beispiel mit dem medizinischen Cannabis, was im Englischen Medical Cannabis bedeutet, reden wir über Cannabis, was zum Medizinzweck verwendet wird. Also das, was unter regulatorischen Bedingungen angebaut wird und Qualitätskontrollen unterzogen ist und auch mehrere Prozent an THC beinhalten kann. Im Weiteren gibt es dann im Englischen das Hemp, bei uns der Nutzhanf genannt. Das heißt, es wird für landwirtschaftliche Zwecke oder auch für die Industrie angebaut und hat einen sehr, sehr geringen THC-Gehalt. Bei uns in Deutschland zum Beispiel unter 0,2%. Dann gibt es noch das Recreational Cannabis im Englischen oder bei uns das Hanf oder Cannabis zu Genusszwecken, also das, was man illegal auf der Straße einkaufen kann. Fälschlicherweise wird auch ganz häufig gesagt, dass Marihuana und Haschisch an sich das illegale Cannabis ist, aber das sind eigentlich nur Formen des Cannabis. Also Marihuana ist die getrocknete Blume und Haschisch ist einfach das gepresste Harz. So, erstmal zum Verständnis. Weiter gehen wir bei dem Cannabis und deren Inhaltsstoffe. Cannabis beinhaltet relativ viele nützliche Inhaltsstoffe wie Terpenoide, aber auch Cannabinoide. Cannabinoide sind die, die wohl mit am spannendsten sind. Und was viele schon gehört haben, ist die Struktur hier, das Delta-9-THC, das Delta-9-Tetrahydrocannabinol, was auch in einer anderen Konstellation vorkommt als Delta-8-THC, wo einfach nur die Doppelbindung hier etwas verschoben ist. Wenn man sich diese Cannabinoide anguckt, sind das natürlich alles nur Abkürzungen. Zu jeder Neutralform, wie hier dargestellt, gibt es auch immer eine Säureform, wie hier durch das A für die Acid, was durch die Carboxylgruppe hier dargestellt ist. Und die Pflanze produziert an sich nur diese Säureform dargestellt als THCA. Bedeutet, erst durch Umwandlung mit Wärme oder durch Rauchen entsteht das THC, das, was psychoaktiv ist, bei uns im Körper wirkt. CBD ist zum Beispiel auch ein Cannabinoid, Cannabidiol, was heutzutage Aufmerksamkeit erweckt und es in vielen Tropfen erhältlich ist. CBD an sich es wirkt nicht psychoaktiv und es fällt damit nicht unter das Betäubungsmittelschutzgesetz, wie zum Beispiel das THC. Das Betäubungsmittelschutzgesetz fallen nämlich hier nur das Delta-8 und das Delta-9-THC. Alle anderen Cannabinoide sind, wenn sie produziert wären, frei verkäuflich. Und genau, das sind aber nur ein Teil der Cannabinoide, die in Pflanzen vorkommen. Es gibt viele weitere und das sind aber so die, die in größeren Prozentzahlen auch in der Pflanze vorkommen. Allgemein kann man über Cannabis reden, im Falle von Medikamenten. Ich habe vor einigen Jahren schon ein Video von einem Parkinson-erkrankten Menschen gesehen, der Cannabis geraucht hat und dadurch keine Symptome mehr hatte. Also er konnte ganz normal mit seinen Händen arbeiten und er konnte auch wieder reden, was natürlich in diesem Zuge ein Medizinprodukt für ihn ist, weil seine Symptome werden gelindert. Er wird natürlich nicht geheilt, aber er kann normal weiterleben. Und dafür steht so ein bisschen dieses Symbol hier. Cannabis als Medizinprodukt ist in Deutschland seit 2017 zugelassen. Auch seit 2019 können wir in Deutschland Cannabis für Medizinzwecke anpflanzen. Die erste Ernte wird 2020 erwartet. Und was bringt das alles zusammen? Natürlich die Analytik, also die Qualitätskontrolle. Ist das Produkt wirklich das, was wir haben wollen? Enthält es die Cannabinoide, die wir haben wollen? Es ist natürlich ein Naturprodukt, was ständig kontrolliert werden muss. Und da kommt Knauer ins Spiel. Wir haben nämlich den Cannabis Profiler entwickelt, der über eine
normale Gradientenpumpe verfügt, indem man einen Gradienten fahren kann, einen MWD-Mehrwellenlängendetektor sowie einem Autosampler für einen großen Probendurchsatz und einem Thermostat, wobei die Cannabis-Methode oder die Cannabinoid-Methode bei Raumtemperatur fährt. Was bietet der Cannabis Profiler, wenn Sie mehr Fragen dazu haben? Ja, der Cannabis Profiler kann im Endeffekt unterschiedliche Mopro-Matrizes analysieren. Hier dargestellt als Bild mal die Blüte zerkleinert oder auch Hanfsamen, die normalerweise Cannabinoide enthalten, oder auch die Öle extrahiert. Also viele Matrizes sind möglich für Cannabinoid-Analytik, aber durch eine veränderte Konfiguration ist es auch möglich, Aflatoxine nach PharmEU zu analysieren. Das heißt, wir werden noch einen Fluoreszenzdetektor dazu tun und eine Derivatisierungseinheit und schon ist mit einem Gerät zwei Analytiken abgefahren. Was haben wir für Methoden gerade für die Cannabinoid-Analytik im Portfolio? Wir haben natürlich einmal die deutsche Arzneimittelmethode, die sich ja erst im letzten Jahr ein bisschen geändert hat und deutlich kürzer geworden ist von 45 auf 20 Minuten mit Äquilibrierung. Hier werden nur 6 Analyten bestimmt, darunter die wichtigsten Delta-9 THC natürlich und das CBD in Neutral- und in Säureform und das CBN, weil es ein Abbauprodukt vieler Cannabinoide ist. Wir haben uns natürlich noch gedacht, pharmakonform ist es natürlich, muss es sein, aber wenn man mehr Informationen aus einer Blüte haben möchte, also Cannabinoide, die vielleicht auch noch nicht ganz so im Fokus geraten sind, aber trotzdem wissen möchte, enthält meine Pflanze das. Dafür haben wir dann diese Methode entwickelt, wo wir insgesamt 16 Cannabinoide, die ich gerade in der Struktur schon gezeigt habe, dargestellt sind. Und wie man sieht, ist das Ganze in 20 Minuten abgekaspert. Man kann das Ganze über zwei unterschiedliche Wellenlängen relativ gut qualifizieren und auch quantifizieren. Und damit hat man einen großen Bereich abgedeckt, in dem man einmal regulatorisch arbeiten kann, aber auch forschungsbasiert. Und dementsprechend ist der Cannabis Profiler da für alle Bereiche gewappnet. Ja, herzlich willkommen auch meinerseits zu diesem Webinar. Mein Name ist Max von Delbrück. Ich bin der Produktmanager für die präparativen Systeme hier bei Knauer und ich möchte Ihre Aufmerksamkeit von der Cannabis-Analytik hin zur präparativen Anwendung mit Cannabis lenken. Kurz gesagt, in diesem Abschnitt geht es darum, dass man am Ende eines HPLC-Laufes Gefäße mit reinen Cannabinoiden erhält. Wir haben exemplarisch die Reinigung für ein Cannabinoid entwickelt. Dieses Chromatogramm kennen Sie bereits. Das hat Lisa vorgestellt und es zeigt die Trennung von 16 Cannabinoiden. Das Cannabinoid, für das wir uns entschieden haben, ist die Nummer 6. Das ist ein sehr prominentes Cannabinoid. Das ist Cannabidiol, auch kurz CBD genannt. Ein etabliertes Verfahren für die Extraktion von CBD aus Hanfpflanzen ist die Ölextraktion. Da Cannabinoide fettlöslich sind, lösen sie sich in Öl und werden somit aus dem Pflanzenmaterial geholt. Auch wenn Hanfpflanzen mit hohem CBD-Gehalt eine hohe Reinheit des Cannabinoids im Extrakt liefern, so bedarf es für einige Anwendungen zusätzliche Reinigungsschritte, um Verunreinigungen zu entfernen. Die präparative HPLC ist hier die Methode der Wahl. Diese Folie zeigt das Chromatogramm eines präparativen HPLC-Laufes mit CBD-Öl als Probe. Die zwei markierten Fraktionen haben wir mit dem bereits vorgestellten Cannabis Profiler genauer analysiert. Zuerst schauen wir uns Fraktion 1 genauer an. Auf der linken Seite sind zwei Chromatogramme der Analyse gezeigt. Blau gefärbt ist das Chromatogramm eines Laufes mit CBD-Öl vor der präparativen Reinigung. Hier sind mehrere Peaks zu erkennen, die auf ein Gemisch von mehreren Cannabinoiden hinweisen. In Rot ist das Chromatogramm einer Probe von Fraktion 1 nach der Reinigung gezeigt. Hier ist ein dominanter Peak zu erkennen, Peak 2, der dem CBD entspricht. Ein weiterer, wesentlich kleinerer Peak ist Peak 1. Dieser entspricht CBG, das mit CBD koeluliert. Die restlichen Verunreinigungen und Cannabinoide, die im blauen Chromatogramm vorhanden sind, konnten erfolgreich abgetrennt werden. Dies zeigt,
dass die präparative HPLC eingesetzt werden kann, um CBD in hoher Reinheit herzustellen. Analog wurde Fraktion 2 des präparativen Chromatogramms untersucht. Das rote Chromatogramm stammt von einer Probe von Fraktion 2. Hier ist lediglich ein Peak zu erkennen, Peak 3, der dem CBC entspricht. Die Daten zeigen, dass die entwickelte Methode sehr gut geeignet ist, um CBG und CBC voneinander zu trennen. Diese Beispielreinigung verdeutlicht, dass einzelne Cannabinoide mittels HPLC gereinigt werden können. Laut unserer Applikationsspezialisten steht eine Methodenentwicklung für jedes einzelne Cannabinoid nichts im Wege. In den folgenden Folien möchte ich Ihnen den Cannabis Purifier vorstellen, das System, mit dem die gerade beschriebene Methode entwickelt wurde. Die ternäre Gradientenpumpe ist mit einem Ventilblock ausgestattet, der es ermöglicht, einen Gradienten aus drei verschiedenen Vorratsgefäßen zu bilden. Maximal ist eine Flussrate von 100 Milliliter pro Minute bei 400 Bar zu erreichen. Die Injektion der Probe in das System erfolgt über ein Injektionsventil mit Probenschleife. Nach der Säule werden die getrennten Cannabinoide durch einen Einkanal-UV-Detektor mit variabler Wellenlänge detektiert. Und zuletzt befindet sich ein Fraktionierventil, das es ermöglicht, die getrennten Cannabinoide in 11 Fraktionen zu sammeln. Falls Sie feststellen, dass Ihnen die maximal 100 ml pro Minute nicht mehr ausreichen, so können Sie das gesamte System einfach und kostengünstig hochskalieren und die Grundgeräte weiterverwenden. Die flüssigkeitsbenetzten Teile wie der Pumpenkopf, die Flusszelle und die Ventile sind austauschbare Komponenten und können gegen größere Varianten ersetzt werden. Als Beispiel kann der 100 ml Pumpenkopf gegen eine 250 ml Variante ausgetauscht werden oder Ventile für ein 16 Zoll Kapillan können gegen Ventile für ein 8 Zoll Kapillan ersetzt werden. Falls Ihnen eine Flexibilität auf Modulebene wichtig ist, so haben Sie mit dem Cannabis Purifier alle Freiheiten. Die obere Systemkomponente ist in dieser Konfiguration mit einem UV-Detektor und zwei Ventilantrieben für das Injektions- und Fraktionierventil ausgestattet. Diese Modulkombination ist variabel. Sie haben die Möglichkeit, diese HPLC-Docking-Station frei mit Detektoren, Ventilantrieben und Pumpen zu bestücken. In der hier abgebildeten Zusammenstellung ist links ein UV-Detektor, mittig ein Ventilantrieb und rechts eine Pumpe verbaut. Gesteuert wird der Cannabis Purifier durch eine touch-optimierte Software, Moba Control, die auf einem Tablet installiert ist. Das Tablet ist direkt am System angebracht. Da kein Desktop-PC mit Bildschirm und Tastatur nötig ist, fällt der Platzbedarf minimal aus. Die Software ist intuitiv zu bedienen, weshalb die Einarbeitungszeit kurz ausfällt. Einfache Reinigungsaufgaben können mit der Funktion für Schwellenwertbasierte Fraktionierung gelöst werden. Abhängig vom Wert des Detektorsignals werden die Zielsubstanzen automatisch in unterschiedliche Fraktioniergefäße gesammelt. Hallo zusammen, mein Name ist Paul Pietsch und ich bin Produktmanager für die Simulated Moving Bed Chromatographie. In diesem Abschnitt möchte ich unseren Cannabis-Producer, die Azura SMB, vorstellen. Die SMB setzt einen Benchmark für Produktivität, Reinheit und Ausbeute bei den chromatographischen Prozessen und dies kann man sich natürlich auch zunutze machen bei der Aufreinigung von Cannabinoiden. Und bevor ich auf den Cannabis Producer, unser SMB-System hier näher eingehe, möchte ich kurz den SMB-Prozess erklären. Die SMB erklärt sich mit dem theoretischen Konzept des True Moving Bed Prozesses und im Unterschied zu den bisherigen chromatographischen Verfahren, bei denen sich ausschließlich die flüssige Phase bewegt, verläuft die feste Phase im Gegenstrom. In dieser Abbildung sehen Sie das Prinzip des TMB-Prozesses dargestellt. Indem Sie eine stehende Säule haben, bei der sich die feste und die flüssige Phase in entgegengesetzter Richtung bewegen. Der Prozessraum teilt sich in die zwei Einlassströme Feed und Eluent und in die Auslassströme Extrakt und Raffinat hier in vier Zonen ein. Die flüssige Phase bewegt sich von unten nach oben, also von Zone 1 zu Zone 4. Die feste Phase
hier im Gegenstrom von Zone 4 zu Zone 1. Zwischen Zone 2 und 3 wird kontinuierlich Feed aufgegeben. Das ist hier in dem Beispiel eine binäre Mischung aus Komponente A und B. Die stärker adsorbierende Komponente A wandert hier mit der festen Phase nach unten und kann hier zwischen Zone 1 und 2 als Extrakt entnommen werden. Die schwächer adsorbierende Komponente strömt mit der flüssigen Phase nach oben und kann hier als Raffinat entnommen werden. Die technische Umsetzung des TMB-Prozesses ist schwierig möglich und deshalb führte das zur Entwicklung des SMB-Prozesses. Die feste Phase setzt sich hier aus einer in Reihe geschalteten Säulen zusammen und die Umsetzung des Gegenstroms wird durch periodisches Umschalten der Ein- und Ausgänge in Flussrichtung der mobilen Phase bewirkt. Das Prozesskonzept begrenzt sich jedoch auf die Trennung von binären oder pseudobinären Mischungen, da wir hier, Sie sehen, in zwei Fraktionen trennen, Raffinat und Extrakt. Typische Einsatzgebiete sind die Trennung von chiralen Komponenten, zum Beispiel in der pharmazeutischen Industrie, oder die Trennung von Fructose-Glucose in der Lebensmittelindustrie. Und nun ist natürlich die Frage, kann ich die SMB auch für meine Cannabinoid-Trennaufgabe einsetzen? Und die Frage kann ich nicht pauschal mit Ja oder Nein beantworten. Dazu ist ein Blick auf die Trennaufgabe bzw. das Chromatogramm notwendig. Und das schauen wir uns mal hier in einem Beispiel an. Hier sehen Sie ein typisches Chromatogramm, was nach einer SMB-Anwendung förmlich schreit. Wir haben ein binäres Gemisch, Basislinien getrennt, was durch SMB perfekt in zwei Fraktionen Raffinat und Extrakt getrennt werden kann. Und die große Stärke der SMB ist, dass dieses binäre Gemisch nicht zwingend Basislinien getrennt sein muss und die Peakfronten sich hier auch überlappen können, wie es zum Beispiel bei chiralen Substanzen der Fall ist und trotzdem eine 100%ige Ausbeute und 100%ige Reinheit erzielt werden kann. Gemische aus natürlichen Produkten sind natürlich meist nicht nur binäre Gemische, wie zum Beispiel bei CBD-Ölen. Wir haben ein Multikomponenten-Gemisch. Und wie das da der Fall ist, das schauen wir uns jetzt mal hier an. Wir haben hier ein Beispielchromatogramm eines CBD-Öls. Und wenn wir zum Beispiel diese grau hinterlegte Substanz aufreinigen wollen, dann kann ich sagen, dass hier der Cannabis Purifier das System der Wahl ist. Aber wenn Sie ein Cannabinoid haben, was sehr früh eloiert, gegenüber den anderen Komponenten können Sie es zum Beispiel kontinuierlich im Raffinat abtrennen oder wie hier einmal im rechten Beispiel, hier sehen Sie ein Overlay von Chromatogramm eines spät eloierenden Cannabinoides und dieses könnten wir hier im Extrakt kontinuierlich von den anderen Substanzen abtrennen. Dann fassen wir nochmal zusammen, wenn Sie jetzt vor einer Cannabinoid-Trennaufgabe stehen, was sind die Voraussetzungen? Also Sie können hier mit SMB in zwei Fraktionen trennen und Sie müssen eine isokratische Trennung haben. Das unschlagbare Argument der SMB ist natürlich, dass wir hier bei hoher Reinheit und hoher Ausbeute gegenüber präparativen Verfahren trennen können, dass auch der Eluentenverbrauch nur 10% ungefähr eines präparativen Verfahrens beträgt und auch der besondere Vorteil ist, dass die Produktkonzentration vergleichbar der Feed-Konzentration sein kann. Und das klingt doch verlockend. Dann schauen wir uns mal die Systeme an. Wir als Knauer haben das SMB-Prinzip technisch wie folgt umgesetzt. Sie sehen hier wieder das Fließschema der SMB. Wir haben hier vier Pumpen. Drei der Pumpen befinden sich innerhalb des SMB-Kreislaufes, eine außerhalb und sieben Multipositionsventile, von denen vier am Pumpenausgang platziert sind und drei am Pumpeneingang, mit Ausnahme hier der Feedpumpe. Auf der rechten Seite sehen Sie dann unser Lab-System. Das besteht aus vier Assistenten, hier ASM22L, die Herr van Delbrück erst hervorragend erklärt hat. Sie sehen, in jedem Assistenten ist hier eine kompakte Pumpe integriert und die Multipositionsventile. Was Sie erkennen, dass das System sehr kompakt ist und es passt auf jede Laborbank. Das System bieten wir in
2 Ausführung in einer Edelstahl- und biokompatiblen Version mit Flussraten von 30 ml pro Minute und einem maximalen Druck von 130 bar. Dann kommen wir aber zu unserem Cannabis-Producer jetzt und hier möchte ich gern den SMB-Experten Christian Ulbricht zitieren mit: Derzeit ist die SMB der einzige Aufreinigungsprozess, der hier auf den großen Maßstab für die Gewinnung von Cannabinoiden übertragen werden kann. Und Sie sehen hier ein Foto unseres Cannabis-Producers. Die SMB-Anlage hat prinzipiell den gleichen Aufbau wie die Laboranlage. Es setzt sich aus 4 präparativen Pumpen zusammen. Die sehen Sie hier rechts, P21L und dem Assistenten. Wieder mit integrierten Multipositionsventilen und die werden gesteuert durch den Ventilantrieb VU4.1. Das ist ein intelligenter Ventilantrieb, der dank RFID-Technologie automatisch das Ventil erkennt und das Drehmoment und die Schaltgeschwindigkeit spezifisch für jedes Ventil anpasst. Und besonders nützlich, gerade für den kontinuierlichen Betrieb, ist, dass die GLP-Daten wie die Anzahl der Schaltvorgänge überwacht werden und somit die Wartungsintervalle leichter geplant werden können. Zum Vorteil kommt hier auch der ASM22L, da Sie zum Beispiel, wenn Sie kontinuierlich das System mit 3M 24/7 zum Beispiel ein Modell auf Lager legen könnten und falls es zum Servicewall kommt, können Sie dies selbst austauschen durch Lösen von 4 Schrauben und somit die Downtime auf ein Minimum zu reduzieren. Und während die Anlage weiterläuft, kann man sich um Ruhe um die Wartung des Moduls kümmern. In der Anlage ebenfalls integriert sind 4 Flowmeter zur Prozessüberwachung und die kann optional mit Detektoren und einem Säulenofen ausgestattet werden. Sie sehen, das System ist hier komplett auf einem Edelstahltisch montiert. Jedes Modul und die Kapillaren sind fixiert und frei zugänglich. Die Anschlüsse der Produktströme finden sich hier auf der rechten Seite und die Säulenanschlüsse auf der linken Seite, sodass Sie hier leicht zugänglich Ihre Säulen und Behälter anschließen können. Die leicht zu reinigen Edelstahloberfläche, antistatische Laufrollen und ein integriertes Leak-Management füllen auch die Hauptanforderungen hier für einen Produktionsbereich. Der Cannabis-Producer kann mit Flussraten von 200 bis 400 ml pro Minute bei Drücken von 60 bis 100 bar betrieben werden. Und wenn Sie jetzt sagen, dass Ihnen die ganze Anlage hier zu komplex erscheint und wie bediene ich das eigentlich, da kommt unsere benutzerfreundliche Software Purity Chrome MCC zu tragen. Die Software basiert hier auf unserer präparativen Software und Sie sehen hier links wieder das SMB-Fließbild, das typische SMB-Fließbild und Sie können hier die Pumpen und auch die Ventile, somit die ganze Anlage über diese Visualisierung steuern. Und auch das Rechnen wird Ihnen abgenommen. Die präparativen Parameter können hier mit dem SMB Operation Point Calculator zu den SMB-Parametern umgerechnet werden, was Ihnen die Arbeit hier sehr erleichtert. Und wenn ich jetzt Ihr Interesse an dem System auch geweckt habe, aber Sie keine Vorkenntnisse zu SMB haben oder zweifeln, dass Sie das Gerät bedienen und die Unterstützung brauchen, bieten wir auch einen SMB-Service an, zum Beispiel die HPLC-Methodentransfer und Optimierung. Wir können Ihnen auch einen SMB-Experten zur Seite stellen, der Sie beim Betreiben der Anlage, besonders in den ersten Tagen hier, unterstützt. Wir bieten Materialdokumentationen, FAT und SAT. Und wenn Sie gern mal in die SMB-Theorie reinschnuppern möchten, können Sie uns auch gern in Berlin besuchen und hier in der Akademie von Knauer den SMB-Beginnerskurs belegen. Ich hoffe, ich habe Ihr Interesse an der SMB geweckt und freue mich, von Ihnen zu hören. Hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Lisa Lockstarkamp. Ich hatte Ihnen gerade schon ein bisschen was über die Cannabis-Analytik erzählt und wir haben auch gerade noch einiges über die Aufreinigung gehört. Gerne möchte ich Ihnen auch noch ein bisschen was über das Live-Lab, was wir in der Analytica geplant haben, erzählen. Dementsprechend so ein kleiner Teaser, worum es eigentlich bei uns im Live-Lab geht. Was hatten wir denn mit dem Live-Lab vor? Unser Thema ist ja Cannabis und wir wollten gerne die Aufreinigung und die Analytik in einem System vereinen. Und das haben wir auch geschafft.
Stellen wir uns vor, wir würden gerne ein Cannabinoid, was wir überladen auf der Säule, gleichzeitig fraktionieren in einem Lauf und davon der Fraktion noch eine Analyse machen. Weil, wie gesagt, Aufreinigung und Analyse gehen ja immer Hand in Hand. Das Ganze bewerkstelligen konnten wir in 26 Minuten. Zusätzlich dazu konnten wir aber auch noch eine manuelle Fraktionsanalyse fahren, indem wir dann eine Quantifizierung dieser Fraktion machen konnten. Das heißt, hier kann man erstmal schauen, ist mein Analyt überhaupt getrennt? Und hier kann man natürlich schauen, wie viel ist drin. Das LiveLab ist so aufgebaut, indem wir einen Detektor haben. Wir können hier einen Mehrwellenlängendetektor haben oder auch ein DAD. Das ist abhängig von der Konstellation, was man genau machen möchte. Dann haben wir auch unseren neuen Assistenten hier verbaut, in zweifacher Ausführung mit je drei Ventilen. Wir können bis zu fünf Säulen unterschiedlich analytisch oder auch präparative Säulen einbauen. Und wir fraktionieren über den Variloop. Der nicht eingezeichnete Fraktioniereinheit wäre dann variabel anwendbar, entweder per Hand oder auch zeitbasiert. Die präparative Injektion findet hier im oberen Bereich statt und die analytische Injektion findet im unteren Bereich für die manuelle Analyse statt. So viel zu unserem LiveLab-Systemaufbau. Wenn Sie weitere Fragen zum LiveLab haben oder auch allgemein zur Cannabis-Analytik oder auch zur Aufreinigung, können Sie gerne auf uns zukommen. Das ist jetzt wirklich nur so ein kleines, wie wäre das LiveLab gewesen? Das System hätten Sie vor Ort live gesehen. Und Sie können uns aber trotzdem noch gerne Fragen stellen dazu. Und ich würde mich besonders freuen, wenn Sie bezüglich des LiveLabs oder auch der analytischen Anlage Fragen hätten. Ich bin jederzeit für Sie zu erreichen.